Servus Leute und willkommen zurück zu Transocean 2 Rivals. So, weiter geht's gleich. Die erste Zweigstelle haben wir im letzten Bad schon abgekauft. Und wieder mal eine Neuzugung in meine Schiffreederei machen und 5 Schiffe. 5 Schiffe ist schon heftig. Wir müssen schauen, dass wir auch relativ schnell an Schiffe kommen. So, ab nach Vancouver, Haufen Aufträge ablegen. So, 21. Entweder fahren wir. Wir sollten uns wirklich Gebiet auf Gebiet konzentrieren, glaube ich. Dass wir wirklich jedes Gebiet einfach einzeln abkaufen. Weil wenn wir da zu weit nachher fahren. So. Nein, es ist aber. Bin mir nicht sicher. Ich bin mir einfach nicht sicher, wie wir es machen sollten. So. Ah, da ist gar nichts. Fahr nach LA bitte. So, ablegen. Und die sollten sich eigentlich schon eher im Süden jetzt hinhalten halt. Der Fahrt soll man gleich nochmal nach Manazilo runterfahren. Wieder einige Aufträge. Boah, mit 0 Tonnen ist ja angekommen. Ist sicher ausgegangen. Bei 45, wir haben da jetzt gleich wieder 65. Und nicht, dass ich zu viel Punkte habe. Der fahrt mal auch nochmal Manazilo bitte runter. So, ablegen. Sabotage! Ihr Konto wurde eingefroren. Ah, scheiße, nicht an wegen dem scheiß Konto. Dämlich ist, ich kann nur kein Schiff jetzt kaufen, was ich gleich kaufen wollte. So, du fahrst mir bitte so weit wie. Fahren wir nach LA, das sind die meisten Punkte. Nein, ich kann nicht tanken. Ist halt voll beschissen, wenn ich nicht tanken kann und dann fest sitzt. So, der sitzt in Anchorage oben fest. Willst mich verarschen? Scheiße. Millionen, zack. Ah, dämlich, das hätte ich ja noch nicht kaufen. So, das ist ja das Schiff ganz genau, was dort gedankt werden muss. So, auf nach Vancouver. So, du bist da herunten schon. Du fährst jetzt gleich nach Balboa. Du nimmst mir auch Schmuggelware mit. Ganz recht so. So. Und du fährst gleich weiter nach Manzanillo. Ablegen. 71 Punkte. Das bedeutet, wir werden uns gleich einmal die Reederei in Honolulu oder die Zweigstelle in Honolulu kaufen. Die Schlepperreederei in Honolulu wurde gekauft. So. Wir können nämlich nicht, wenn wir das Maximum erreicht haben, das sind die 3 Punkte, was man erreichen kann. Es gibt 4 zwar, aber man kann das nachher nicht holen. Das ist halt ein bisschen ein Problem. So, 17 Millionen. Deswegen würde ich gleich mal sagen, Bulkschiff. Ich will eins 75%. Nehmen wir das. Einmal bitte die Horizon oder Horizont. Aber ich würde Horizon aussprechen. So, und du fährst auch gleich, wenn möglich. Fahr gleich nach Manzanillo hinunter. So, ablegen, geht schon. So, 62, wie viele Punkte brauchen wir da? 65, gut. So, nein, wir fahren nimmer hinauf. Deswegen ab nach Balboa, ablegen. So, wo fährst du da hin? Auch noch ein Balboa. Das ist halt jetzt gerade ein bisschen so ein Herumdüfteln, wie man es am besten macht. Wir werden hier gleich einmal die Zweigstelle kaufen. Das Reparaturdock in Manzanillo wurde gekauft. Haben wir ein Reparaturdock, was ziemlich geil ist. So, und weiter geht's gleich. So. Entweder wir machen jetzt. Ich will schauen, dass wir da jetzt Nordamerika Süd machen.
Teilweise Südamerika West natürlich, wenn es sich nicht ausgeht. So, das Schiff fahren wir jetzt weiter nach L.A. Ich weiß es, ablegen natürlich gleich. Und wir könnten eigentlich schon das nächste Schiff kaufen, so ungefähr. Ein Bulkschiff, 11 Millionen, 15 Millionen. Immer ein bisschen teureres. Die Nova. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, was ich da jetzt gerade mache. Oder ob ich nicht teilweise schon aufsplitten soll. Dass ich jetzt das nächste Mal in Hamburg eins kaufe, zum Beispiel. Ich glaube, das wäre fast sinnvoll. So, Havanna, zack. Einmal tanken, ablegen. So, du fährst mir weiter nach Manzanillo, ablegen. Weil ich brauche Sie sind halt. im Minus. Sie haben noch 15 Bin nicht Tage im Zeit, Ihr Minus. Konto auszugleichen, Grad oder schon wieder Sie gehen bankrott. abgetradet. Passt schon alle. Alles ist in Ordnung. Junge, lass mir nur ein bisschen Ruhe. So, Havanna. Ablegen. Ich sollte vielleicht ein bisschen auf seine Schiffe auch schauen. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. So, wir sind hier. Ab nach New Orleans. Ablegen. Wir müssen natürlich ein bisschen Kohle auch verdienen. Jetzt schon langsam mal. Weil wir brauchen ja 2 Millionen ausgeben. Zollkontrolle. Eines Ihrer Schiffe wird Ja, ich aufgehalten. hoffe, das ist keins, was das Schmuggelbare dran hat. So, Vancouver brauchen wir nicht. Manzanillo kann man fahren. Da war noch einmal Manzanillo. Einmal bedanken und ablegen. Wir werden in Hamburg einmal schauen, was wir da für ein Bulkschiff bekommen. So, 14 Millionen, 13 Millionen, zack, ist mir egal. Das ist nämlich das Wichtigste, dass wir die haben. Dann schaue ich, dass ich überall auf der Welt einfach verteilt kaufe und dann dort einfach anfange. So, kurze Wege einfach mit viel Punkten. Ab nach Bergen. Ablegen. So, du bist da herunten. Dann fahren wir nach New Orleans rüber. Ablegen. Sie sind im Minus. Sie haben noch 15 Tage Zeit, um Und so. Ihr Konto auszugleichen, oder Sie gehen Genau. bankrott. Und sobald ich irgendwo sozusagen die Kohle wieder habe, kaufe ich wieder ein Sabotage! Bulkschiff. Ihr Konto wurde eingefroren. Ja, ich weiß, das sind kein. Das ist halt ein bisschen nervig mit den Typen. So, Houston. So. Da haben wir wieder ein bisschen Geld. Balboa wäre das nächste. Ablegen. So, Houston. Ablegen. Das muss ich halt jetzt alles mit der Hand machen, weil es meiner Meinung nach am sinnvollsten ist. Natürlich könnte ich jetzt in dem Gebiet sagen, er soll da fahren herum, aber ich will das nicht riskieren. Ich will das einfach selber machen. Balboa oder Metro Vancouver? Nein, 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 nein. Falsch geklickt. So, ablegen. Da haben wir schon den nächste. Bleibt einmal da herunten, bitte. Da habe ich noch zwei zum Machen. So, 12 Punkte dort oben. Der kann nach Dublin nochmal fahren, ablegen. So, jetzt muss nachher das Konto wieder freigemacht werden, weil dann kann ich erst wieder was kaufen, eine Zweigstelle. Und die Zweigstellen bringen halt relativ viel, weil die Zweigstellen zusätzlich auch noch Kohle jede Woche bringen. Und das zahlt sich halt aus. So. Ich fahr's mal nach Havanna, da bringt nämlich viele Punkte ein. So, jetzt ist das Konto wieder offen. Und wir werden gleich einmal irgendwas kaufen, ist mir eigentlich ziemlich egal da. Ich will einfach nur. Die Raffinerie in Houston wurde gekauft. Genau, dann haben wir dann noch das Upgrade-Dock. Da brauche ich aber noch ein bisschen Punkte, 75.
Aber dann kann ich schon wieder teilweise Schiffe nach Südamerika westweiter oder aus Nordamerika ostweiter schicken, die jetzt in dem kleinen Gebiet sind. Zum Beispiel nach Georgia Ports. Georgia Ports ablegen. So. Du fährst mal weiter nach Hamburg. Bringst am meisten so. Um 13 Millionen, 15 Millionen, halt 20 Millionen circa brauche ich für den nächsten Punkt. Ich weiß es nicht, ob Zollkontrolle. er auch wieder Beide was Ihrer kaufen Schiffe kann wird nachher. aufgehalten. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich kann er wieder zurückkaufen auch. Dann müssen wir halt nachher immer auf der ganzen Welt deswegen auch verteilt mit den Schiffen sein. So, du fährst auch nach Georgia Ports weiter. Ablegen. So. Ja, fahr du nach Havanna nochmal hinunter. Ich weiß nicht, ob wir die Punkte so viel brauchen da unten noch, aber gehen wir zur Sicherheit, weil er hat ein Schiff. Ich könnte ihm natürlich das melden. Nein. Soll ich ihm das melden nochmal? So, keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht. Keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht. So. 40 Punkte, 31, 12, 32. Gut. 8 Millionen. Ich hätte es nicht machen sollen. Havanna. New Orleans. Nein, ich hätte dich lieber den Süden unten lassen. Ja, dann fahren wir nach Havanna. Ich hätte dich zwar lieber da im Südamerika lassen, gleich einmal. So, dann fährst mal du nach Südamerika weiter. Nehmen wir die zwei. Ablegen. Das ist unser deutscher Heinzi. So, Dublin zweimal. Ablegen bitte. Wir haben Schmuggelwaren lassen sich. Ich weiß nicht, ob ich schmuggeln soll oder ob ich es lassen soll dieses Mal. So dicht hätte ich lieber oben behalten schon. New Orleans. Wieso muss der so. Wieso muss der da unten hin sollen? Wir haben zuerst eh 46 Punkte, aber trotzdem. Halt, wir brauchen es woanders auch. Na, das ist eh was anderes. Dann fahre ich nach New York. So. 8 Millionen. Gleich nach Georgia Ports, das passt. 70, 75 brauche ich, gut. Du bist in Havanna. Fahr nach Georgia Ports Sie hinauf. haben gedacht, der Zoll würde etwas bei mir finden? Ha! Dass ich nicht lache. Wenn Sie wüssten, welchen Einfluss ich auf den Zoll weltweit habe, wenn Sie nie im Traum darauf gekommen zu versuchen, mich anzuschwärzen. Aber nur zu. Probieren Sie es gerne weiter. Du bist ein richtig kleines, großes Arschloch. Der hat überall seine Machenschaften drinnen, deswegen funktioniert das. Hat das auch nicht funktioniert? Das bedeutet, wir lassen das auch gleich mal sein wieder. Ab nach Stockholm. Ich brauche unbedingt Schiffe mehr. Das 70. So, du bleibst da hier oben, wenn möglich. Und fahr nach Halifax mal hinauf. 9 Punkte. Entweder New York. Quebec. Quebec, weil da haben wir ordentlich Kohle, halt ordentlich viele Punkte. So, 3,6 Millionen, 22 Millionen, das gefällt mir sehr gut, weil dann kaufen wir jetzt ein neues Schiff. So, und das kaufen wir hier rüben gleich einmal in Shanghai. Ein Bulkschiff natürlich. So, was haben wir da für Unterschiede? Das könnte weiterfahren. 55, 80%. Ja, nehmen wir das kleinere. Das ist mir eigentlich ziemlich. Die Normandie
Haben wir in Shanghai gekauft, das passt perfekt. So, und dieses Schiff bleibt natürlich gleich da hier drüben. Und schaut, dass man da ordentlich dort mal Punkte macht. Dass ich schön auf der Welt überall verteilt bin. So, 72 Punkte, das bedeutet, in Nordamerika Süd können wir gleich den letzten Posten kaufen. Wir werden schauen, ob er dann zurückkaufen kann auch wieder. Das müssen wir noch irgendwie hinbekommen. Aber ich glaube, das läuft ganz gut. Wir werden uns schön aufteilen. Halt, er hat relativ viele Schiffe bei sich in Afrika Ost unten. Halt ganz am Kap unten. Und sonst ein paar Mittelmeerregion und ein Schiff in Nordamerika Süd. Das sollte eigentlich halbwegs hinhauen, dass wir da weiter Punkte scheffeln und dann schön uns das Ganze aneignen. Mal schauen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich bin zuversichtlich. 50% sollten drinnen sein. Keine Ahnung, haben wir da jetzt eine Prozentangabe? Wir haben 9%. Er hat 91. Aber nach dem ersten Bad halt ist das noch halbwegs in Ordnung. So, und wir sehen uns dann im morgigen Bad wieder. Bis dann. Tschüss.